Hallo, mein Name ist Aaron, ich bin eichkoch.at Chefkoch. Heute zeige ich euch, wie man richtig im Wok brät. Dafür brauchen wir einen guten, dicken Wok, also mit einem dicken Boden, damit er wirklich schön heiß wird. Beim Wok ist es ganz wichtig, dass man mit viel Hitze brät, kurz und knackig, damit das Gemüse halt noch die ganzen Vitamine behält, damit das Gemüse schön knackig bleibt. Klassischerweise bei uns, wir haben Ceran-Induktionsfelder zum Beispiel, wäre hier mit so einem glatten Boden und abgerundet. Original wäre es halt mit einem sehr runden Boden. In dem Fall kann man den auch einfach auf einen normalen Ceran- oder Induktionsfeld stellen. So wird es dann auch schon mit Induktion zum Beispiel wirklich komplett rund, weil unten wird es extrem heiß, nach oben hin wird es dann immer kälter, sodass man in verschiedenen Temperaturzonen braten kann. Ich drehe mal den Wok hier voll auf. In unserem Fall, nur um euch das zu zeigen, habe ich einfach ein bisschen Gemüse vorbereitet. Ja? Paprika, Zucchini, Karotten, Jungzwiebel, Schalotten, was man will, kann man da reinmachen. Man sollte halt darauf achten, dass alles in gleich große Stücke geschnitten ist. Wenn man Fleisch anbrät zum Beispiel oder Garnelen oder Fisch, nicht alles auf einmal reinschmeißen. Das gilt auch beim Pfannebraten, sondern nacheinander. Das heißt, eine Hand reinschmeißen, anbraten, rausnehmen, zweite Hand reinschmeißen. Ansonsten fängt es zum Kochen an und bleibt kleben und bekommt halt keine schöne Kruste. Das wollen wir natürlich nicht. So, ich schneide noch ein bisschen Gemüse, dann sind wir eh fertig. Gewürzt wird das Ganze mit vielleicht ein bisschen Ingwer, wenn man mag, mit frisch gehackter Chili, Sojasauce, Sesamöl, Fischsoße, kommt dann ganz auf seinen Geschmack drauf an, was man gerne hat. So, schneide ich noch ein bisschen Lauch. Wir fangen natürlich immer mit den festesten, mit dem härtesten Gemüse an. Das wären in unserem Fall natürlich die Karotten. Dann zum Braten ein sehr hoch erhitzbares Öl, ihr seht schon, wird sehr heiß. Wie zum Beispiel Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Erdnussöl, Rapsöl, also dass man wirklich hoch erhitzen kann. Wenn ich da jetzt Olivenöl reinmache zum Beispiel, fange ich sofort zum Brennen an. Das wollen wir natürlich nicht. Dann wirklich schön viel Öl rein. Wieder zurück am Herd, so ca. 4 Esslöffel. Dann fangen wir hier gleich an, mache ich die Karotten rein. Und brate jetzt hier in der Mitte an. Jetzt, das hat so eine schöne Rundung, könnte ich zum Beispiel das Gemüse so auf die Seite schieben. Man könnte hier dann in der Mitte weiter braten. Ich mache jetzt so lange, bis ich kein Gemüse mehr habe. Also alles schön anbraten, auf die Seite schieben, Gemüse rein, ich schneide noch ein bisschen Zucchini. Natürlich immer dabei stehen bleiben, damit nichts anbrennt, weil der Wok ist natürlich sehr heiß. Da fällt doch da rein. Dann habe ich hier noch ein paar Schalotten geschnitten. Die fliegen hier rein. So, Wok ist auch ein super Restelessen, weil man kann einfach, wenn man noch ein Viertel Paprika hat, ein paar Karotten hat, ein Viertel Zucchini hat, ein bisschen Fleisch, Jungzwiebel, ein paar Stangen, kann man da alles mit reinbraten. Ja? Also alles mit reinschneiden und dann braten. So, schön rundherum anbraten, immer schauen, dass das schön in Bewegung ist, dass von allen Seiten schon angebraten wird. Wie gesagt, am Kern hier ist die höchste Temperatur, nach oben hin wird es immer kälter. Ja? Das heißt, ich kann es dann so auf die Seite schieben und könnt hier dann einfach weiter braten zum Beispiel. So, dann mache ich noch ein bisschen Jungzwiebel rein. Dann habe ich hier noch eine rote Chilischote, die mache ich rein. Natürlich könnte ich auch einen Reis mit anbraten. Ich könnte so asiatische Bratnudeln mit anbraten, die es mittlerweile in jedem Supermarkt gibt. So, da habe ich noch ein bisschen Limette, die mache ich dann rein. Was haben wir noch? Ein bisschen an frischen Ingwer, entweder reinreiben oder ganz fein schneiden und reinschmeißen, ganz am Schluss. So einfach in feine Scheiben zum Beispiel schneiden. Oder in feine Würfel und in feine Stifte. Das schmeißen wir da rein.
So, jetzt ist fast fertig. Jetzt ist fast fertig, ja. Ich huste ein bisschen durch Ingwer und Chili. Jetzt fast fertig, jetzt sind wir zurück. Jetzt würzen wir das Ganze mit ein bisschen einer Fischsoße, ja. Oder Oystersoße. Sollte man aufpassen, wenn man von der zu viel erwischt, schmeckt das Ganze wie Katzenfutter, ja. Ist ja nicht so prickelnd. Noch ein bisschen Fischsoße rein. Ein paar Tropfen Sesamöl rein. Man könnte noch gehackte Erdnüsse oder ganze Sesamkörner reingeben. Und jetzt noch mit so einer Soße vollenden. Wenn man will, ein bisschen Limettensaft rein. So, ausdrehen. Fertig. Ob es jetzt mit Fleisch, Fisch, nur mit Gemüse, Tofu zum Beispiel ist, oder mit Braten oder mit Reis, ist ganz egal. Immer darauf achten, hohe Temperatur, Gemüse nacheinander reingeben und immer schauen, dass der Wok halt sehr heiß gedreht ist. In der Mitte anbraten, Gemüse dann immer nach oben geben, damit es nicht zu sehr verkocht. Und so bratet man im Wok. Rezepte für verschiedenste Wokgerichte findet ihr auf meiner ichkoche.at Seite, auf ichkoche.at/Aarons-Rezepte.